Ja, so den drahtlosen Hochdruckschlauch gekauft. Natürlich kann ich mich wieder inspirieren von den verschiedenen Werbungen, die ich gesehen habe. Sieht super aus, super stark. Es besteht einerseits aus dieser Spritzpistole. Dazu ist ein Akku geliefert worden, auf den Sock geliefert worden. Ein erfreulich langer Schlauch. Hinten hat es ein Siebli, sodass Verunreinigungen nicht in die Maschine hineinkommen. Außerdem mitgeliefert wird ein Ladegerät mit einem Schweizer Stecker. Es hat also alles recht gut funktioniert. Mitgeliefert werden zwei Aufsätze. Einer ist mehr für wirklich konzentriert spritzen, der andere ist mehr auch so ein bisschen für Flächen, wenn man etwas putzen will. Zahlt habe ich für das Gerät 85 Franken, also für eine Seite gekauft, die tönt, als wäre sie in der Schweiz. Ich glaube aber eigentlich ist es aus China geliefert worden. Natürlich habe ich das ausprobiert. Ich habe Velo geputzt, ich habe versucht, das Hühnerhaus zu putzen, ich habe auch Blumen gegossen damit. Und dafür konnte ich den Schlauch direkt in das Regenfass rein tun. Insgesamt ist es natürlich nicht so stark wie in der Werbung und es macht einen riesen Lärm. Tatsache ist aber, er funktioniert. Das heisst, man kann wirklich ihn brauchen, man kann Sachen reinigen. Würde ich den Kauf von so einem empfehlen? Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe meinen Spass damit, aber wirklich brauchen du es nicht. Wenn du wirklich einen Hochdruckschlauch willst, kommst du mit dem Akkugerät auch nicht ganz so weit. Andererseits, eben für ein bisschen zu putzen reicht es. Es braucht keine komplizierte Installation und für 85 Franken ist es eigentlich nicht mal so schlecht. Dann würde ich noch aufpassen, ob das wirklich zugelassen ist in der Schweiz, bin ich mir nicht ganz sicher, die entsprechenden Zeichen auf dem Akku oder auf dem Gerät oder auch im Lieferschein fehlen.